Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Steinbock und Aszendent Steinbock. Willkommen zu Ihrem Horoskop vom 27. April bis 3. Mai. Liebe Steinböcke, der Mond wird an den ersten zwei Tagen dieser Woche im Zeichen Löwe fortschreiten. Am Montag und Dienstag, während sich der Mond im Zeichen Löwe fortbewegt, könnten Sie sich mit Einnahmequellen, die Sie mit anderen teilen, Geldern, Zahlungen, Forderungen, Schulden und Banktransaktionen beschäftigen. Nach dem 28. wird der Mond in das Zeichen Jungfrau übergehen. Demnach werden Sie sich ab Mitte der Woche optimistischer fühlen. Sie könnten aktiver für Ihre eigenen Ziele und Ideale arbeiten. Mitte der Woche könnte auch Ihr Kommunikationsverkehr bedeutend ansteigen. Nach dem 30. April wird der Mond in das Zeichen Waage übergehen und Andeutungen darauf geben, dass am Wochenende insbesondere Ihre Verpflichtungen und Verantwortungen im Vordergrund stehen werden. Dies könnte sowohl mit Ihrer Familie als auch mit älteren Familienmitgliedern und Ihren Eltern in Verbindung stehen. Am Wochenende könnten Sie sich etwas Zeit für diese Personen nehmen, meine lieben Steinböcke. Die im Zeichen Stier fortschreitende Sonne wird in dieser Woche schöne Kontakte zum Neptun im Zeichen Fische haben. Während dieser Phase könnten erfreuliche Entwicklungen bezüglich Ihrer Kinder oder deren Bildung aktuell werden oder Sie einen kurzen Urlaub mit Ihrer Familie und Ihren Kindern planen. Beispielsweise könnten Sie einen gemeinsamen Ausflug machen. Allgemein wird es sich dabei um Unternehmungen handeln, die Ihnen viel Freude bereiten werden. Am 1. Mai wird der Merkur in das Zeichen Zwillinge übergehen und bis zum 8. Juli, also eine ganze Weile, dort bleiben. Der Grund für diese lange Dauer ist die Retrobewegung des Merkurs vom 19. Mai bis zum 12. Juni. Merkur wird in Ihrem 6. Haus fortschreiten, welches den Bereich der Arbeit, Karriere und Leistung deckt. Merkur zeigt uns, dass Sie Ihre geistige Energie vermehrt in Ihrem Alltag, bei Ihrer täglichen Routine und der Arbeit nutzen werden. Während dieser Phase könnten Sie sich weiterentwickeln, sich fortbilden oder auch beruflich verreisen, meine lieben Steinböcke. Bis bald!